Eine Redaktion, bestehend aus 5 Personen, verteilt auf 3,75 Stellen, ein paar Ehrenamtliche drumherum. Und wir haben immer gehofft, dass, wenn uns irgendwas passiert, wenn wir wegen unserer kritischen Berichterstattung irgendeinen Angriff bekommen, normalerweise waren das so läppische Urheberrechtsabmahnungen oder sonstige Abmahnungen wegen bestimmter Formulierung, dass wir Hilfe bekommen von unseren Leserinnen und Lesern, also von euch und vielen anderen. Und wir sind total geflasht und also sehr positiv überrascht, wie riesig die Solidarität ist. Danke. Also eigentlich waren ja André und ich irgendwie dagegen, dass hier diese, so eine Demo stattfindet, weil wir dachten, naja, wir wollen echt mal unsere Ruhe haben. Die anderen waren dafür. Heute Morgen hatten wir noch gedacht, dass, okay, dann stehen wir da mit 40 Freunden irgendwie vor der Friedrichstraße und machen einen schönen Spaziergang zum Justizministerium. Und wir hätten halt niemals geglaubt, dass dieser Platz hier so groß ist. Also insofern, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, ihr lauft mit. Ich hoffe, ihr hört euch all die Reden an, die jetzt hier noch später um Grundrechte, um Pressefreiheit in Deutschland gehen. Und setzt euch auch nicht nur heute hier, sondern immer für unsere aller Grundrechte und unsere Demokratie ein. Vielen Dank. Und der Skandal ist ein Skandal, weil es nicht um den Inhalt der Veröffentlichung geht, sondern weil es wirklich darum geht, Netzpolitik anzugreifen. Und es geht darum, uns alle anzugreifen und unsere Grundrechte anzugreifen. Maaßen und Rangnow wollen nicht ermitteln, Maaßen und Rangnow wollen einschüchtern. Und als der Landesverrat ist hier ein völlig überzogenes Geschütz, was aufgefahren wird, um alle anderen Rechte auszuhebeln und alle Ermittlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Und das ist ein Geschütz, das den investigativen Journalismus an sich kaputt schießen soll. Das hat nichts mit dem angeblichen Vergehen von Markus und André zu tun. Investigativer Journalismus ist in Deutschland schon immer viel zu schwach gewesen und investigativer Journalismus ist in Deutschland auch immer schon viel zu selten gewesen. Und jeder Einzelne, der so arbeitet wie die Kollegen von Netzpolitik, hilft unserer Demokratie und hilft uns Bürgern. Und es gibt viel zu wenige, die für unsere Demokratie kämpfen. Und die an vorderster Front kämpfen, so wie Netzpolitik es tut. Die Dokumente auch veröffentlichen, die Transparenz schaffen. Denn genau davor hat die Regierung Angst, dass man öffentlich stellt, was intern geschieht. Dass man nicht nur redet und zitiert, sondern dass man wirklich Transparenz schafft. Und da ist es wichtig, dass wir mehr werden. Denn je mehr wir werden, desto besser. Maaßen und Rangnow sehen das anders. Sie wollen dieses zarte Pflänzchen investigativen Journalismus so schnell es möglich zertreten. Und sie wollen den stärker werdenden investigativen Journalismus im Keim ersticken. Das dürfen wir nicht zulassen, das werden wir auch nicht zulassen. Bei Zeit Online haben sie gestern geschrieben, dass Maaßens größte Angst ein deutscher Snowden sei. Und unsere Pflicht als Journalisten ist es, dafür zu sorgen, dass ein deutscher Snowden weiß, an wen er sich wenden kann. Und unter aller Pflicht... Und unter aller Pflicht als Bürger ist es, eine Kultur zu schaffen, in der ein deutscher Snowden überhaupt erst möglich ist, in der Whistleblower gefeiert werden, in der Leaks als wichtiger Bestandteil unserer Demokratie anerkannt werden und in der Leaks belohnt werden und nicht bestraft werden. Wir müssen dafür sorgen, dass der Plan von Verfassungsschutz und Generalbundesanwalt, dass der Plan von der Regierung nicht aufgeht. Wir müssen dafür sorgen, dass Maaßen und Rangnow, dass die Regierung den Kürzeren zieht. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Ermittlungen zum Bumerang werden. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Deshalb ist es gut, dass wir ja alle heute auf der Straße stehen und für etwas einstehen, was unser Recht ist. Aber das kann es nicht gewesen sein. Also wir dürfen uns jetzt nicht nur passiv verteidigen, wir dürfen nicht auf den ersten deutschen oder den deutschen Snowden warten, wir müssen aktiv werden. Heute, mittlerweile ist jeder von uns Teil der vierten Gewalt. Jeder, der Internet hat, jeder, der unsere Demokratie verteidigen will, ist Teil der vierten Gewalt. Und wir alle sind gefordert, dafür zu sorgen, dass unsere Demokratie eine Demokratie ist, in der wir leben wollen. Wir
Wir brauchen eine Kultur des zivilen Widerstandes. Wir brauchen eine Kultur des Leakens. Wir brauchen mehr Whistleblower, nicht weniger. Und wir brauchen mehr investigative Journalisten. Wir brauchen mehr Organisationen wie Netzpolitik.org. Wir müssen unsere Bürgerrechte wahrnehmen und wir müssen unsere Auskunftsrechte nutzen. Wir müssen die Regierung zwingen zu Transparenz. Wir müssen den Behörden auf den Zahn fühlen, immer wieder, lokal, national, international. Genauso wie wir es bei Kollektiv tun, aber auch wie es Markus und André von Netzpolitik immer wieder machen. Wir müssen für die Arbeit von Journalisten wie bei Netzpolitik.org spenden und wir müssen Menschen dazu motivieren. Wir müssen Menschen dabei unterstützen, Missstände ans Licht zu bringen. Nur wer Missstände benennt, kann Missstände auch beheben. Und das Verhalten der Dienste ist ein klarer Missstand. Das Verhalten von Verfassungsschutzchef Maaßen ist ein klarer Missstand. Das Verhalten von Generalbundesanwalt Range ist ein klarer Missstand. Und Netzpolitik ist nicht das Problem. Das Problem sind Maaßen und Range. Das Problem ist die Regierung und das Problem ist ein Beamtenapparat, der Öffentlichkeit verhindert und der Demokratie behindert. Seit Jahren wird Journalisten in Deutschland das Leben schwer gemacht. Die Auskunftsrechte werden missachtet und eingeschränkt. In Untersuchungsausschüssen wird gelogen und gemauert. Journalisten bekommen keine oder nichtssagende Antworten. Das attackiert den Journalismus, das attackiert die Demokratie, das attackiert uns alle als Bürger. Umso wichtiger ist es zum Abschluss, dass wir Bürger uns das nicht mehr gefallen lassen, dass diese maßlose Grenzüberschreitung uns hoffentlich alle aufgeweckt hat und uns gezeigt hat, dass wir kämpfen müssen. Dass wir gemeinsam kämpfen, dass wir Seite an Seite kämpfen, Bürger, Whistleblower und investigative Journalisten. Diese Ermittlungen sind eine Drohung. Diese Drohung soll abschrecken. Ich hoffe, wir drehen diese Drohung ins Gegenteil. Ich hoffe, diese Drohung motiviert uns und ich hoffe, diese Drohung motiviert uns alle zum zivilen Ungehorsam. Lasst uns ab heute zivil ungehorsam sein. Lasst uns Netzpolitik und investigative Journalisten unterstützen. Danke Netzpolitik für eure Arbeit. Because you have shown us that
that the Secret Services everywhere in the world are out of control. And what you have done is you have provided the one thing that we needed, which is to know the journalists that we can trust, where we can leak more documents to Netzpolitik so that we can tear this down. The floodgates of freedom are open. Leak more documents. Drop the charges against Netzpolitik and open them against the real criminals that perform mass spying. Yes. Against the collaborators in the Verfassungsschutz that helped the NSU. To investigate the people that firebomb the houses of refugees. We have to work together to protect our democracy, and that means we must protect our press freedom. Come and get us all, motherfuckers! Umso schockierender fand ich vor zwei Tagen die Nachricht, dass der Generalbundesanwalt sich anmaßt, gegen die beiden Journalisten Markus Beckedahl und André Meister Ermittlungen einzuleiten, als wäre ihnen Landesverrat vorzuwerfen. Dieser ganz offensichtliche Einschüchterungsversuch, der auch darauf abzielt, Informanten und Whistleblower abzuschrecken, ist ein Missbrauch des Strafrechts, den wir leider aus anderen Regionen nur zu gut kennen. Dabei hat
Netzpolitik.org in vorbildlicher Weise nur das getan, was zu den wichtigsten Aufgaben von uns Journalisten gehört. Sie haben mit ihrer Berichterstattung dazu beigetragen, die Bevölkerung über die Machenschaften der Geheimdienste aufzuklären und sich dabei große Verdienste erworben. Völlig zu Recht wird das Webportal deshalb von der Initiative Deutschland Land der Ideen in der kommenden Woche ausgezeichnet, wohlgemerkt von der Bundesregierung und auch dem BDI. Allein diese Gleichzeitigkeit von politischer Einschüchterung und Prämierung zeigt die ganze Absurdität dieses ungeheuerlichen Vorgangs. Es heißt nun, der Generalbundesanwalt wolle die Ermittlungen ruhen lassen, bis ein Gutachten vorliegt. Dieses halbherzige Zurückrudern dient alleine dazu, die Proteste abzuschwächen. Wir fordern dagegen ein sofortiges Ende der Ermittlungen gegen unsere Kollegen. Und die Vielzahl der Leute, die heute hier sind, zeigen, dass der Druck nicht nachlassen wird. Wir begrüßen, dass der Justizminister Maas sich gestern mit deutlichen Worten von dem Vorgehen der Bundesanwaltschaft distanziert hat. Er sagte, was wir ja alle ohnehin wissen: Ich habe heute dem Generalbundesanwalt mitgeteilt, dass ich Zweifel daran habe, ob die Journalisten mit ihrer Veröffentlichung die Absicht verfolgt haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen. Maas deutete auch an, dass der umstrittene Landesverratparagraf in naher Zukunft reformiert werden muss. Das ist eine Forderung, die wir als Journalisten und Journalistenorganisationen jetzt unbedingt vorantreiben sollten, damit sich solch ein skandalöses Vorgehen nicht wiederholen kann. Als Organisation, die sich weltweit für Pressefreiheit einsetzt, bedauern wir, dass die Bundesanwaltschaft durch ihr Vorgehen den Ruf unseres Landes beschädigt, ein sicherer Ort für Journalisten zu sein. Die einhellige Solidarität aus dem Kreis der Kollegen von Medien und Journalistenorganisationen zeigt aber, dass eine solche Attacke gegen die Pressefreiheit in unserem Land auf erheblichen Widerstand stößt. Es wäre schön, wenn wir mit dieser Welle der Sympathie und Unterstützung für engagierte, gute Journalisten auch anderswo noch stärker eine Wirkung entfalten. Denn den Schock und die Ratlosigkeit, die die Kollegen von Netzpolitik.org dieser Tage erleben mussten, als der Brief von der Bundesanwaltschaft sie erreichte, dieser Schock gehört in vielen Ländern zum traurigen Alltag. Und auch dafür sollten wir uns stärker mitverantwortlich fühlen. Vielen Dank. Anwalt, der beim Abhören von Merkels Handy durch die NSA
bei Industrie- und Wirtschaftsspionage gegen deutsche Unternehmen, beim gesamten Abhörskandal von NSA und BND immer kurz vor sich hin prüfte und dann kein Ermittlungsverfahren anstrengte, weil es angeblich... weil es angeblich nicht genug Beweise gäbe. Und es ist genau jener Generalbundesanwalt, der immer dann wie eine lahme Ente agiert, wenn sein Handeln eigentlich gefragt gewesen wäre. Aber jetzt auf einmal handelt er. Und auf Grundlage einer Anzeige des Verfassungsschutzpräsidenten und mit Wissen der Bundesregierung ermittelt er. Und er ermittelt gegen kritische Journalisten, er schüchtert sie ein und baut damit eine Drohkulisse gegen die gesamte Presse auf, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht in diesem Land erlebt haben. Dieses Vorgehen ist alles andere als normal. Das ist nicht alltäglich. Es ist ein Skandal. Als sich Franz Josef Strauß in der Spiegel-Affäre 1962 eine blutige Nase holte und zurücktreten musste, war allen Seiten klar, gegen Journalisten wird nicht ermittelt, auch wenn sie der interessierten Öffentlichkeit Geheimnisse verraten. Und diese Praxis setzte sich in der Bundesrepublik durch. Sie wurde nur noch einmal in der Affäre um das Magazin Konkret vor 33 Jahren durchbrochen. Und jetzt eben wieder gegen Netzpolitik.org, gegen einen Blog, das schonungslos und hartnäckig dem Geheimdienst und dem Sicherheitsapparat im Dienste von Grund- und Bürgerrechten auf den Wecker geht. Danke dafür übrigens. Mal ganz abgesehen davon, dass dieses Ermittlungsverfahren nach einer politischen Retourkutsche riecht, sollten wir uns vor Augen halten, was an Ermittlungen gegen Journalisten eigentlich grundsätzlich falsch ist. Das Geheimhaltungsinteresse des Staates und das Grundrecht auf Pressefreiheit befinden sich in einem Spannungsverhältnis. In dieser Kollision von Rechten wird die Pressefreiheit als Grundrecht höher bewertet als das Geheimhaltungsinteresse des Staates. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass Journalisten im Interesse der Öffentlichkeit berichten können. Und nur so kann die Presse ihre Kontrollfunktion ausüben. Und nur so können wir Bürgerinnen und Bürger sicher gehen, dass wir auch Einblicke in das erhalten, was Regierungen vor uns verstecken wollen. Wenn es aber nach dem Generalbundesanwalt ginge und sich seine Rechtsauffassung durchsetzen würde, dann hätten wir ein doppeltes Problem. Das erste Problem wäre, dass sich jeder Journalist einem ungeheuren Risiko aussetzt, wenn er Geheimnisse an die Öffentlichkeit weitergibt. Investigative Journalisten stünden dann immer mit einem Bein im Knast. Und wenn ich aber als Journalist jeden Tag darüber nachdenken muss, ob ich in den Knast komme, dann verdammt nochmal, ist freie Berichterstattung nicht mehr möglich. Und das zweite Problem wäre, wenn sich Ranges Rechtsauffassung durchsetzen würde, das Problem wäre dann, dass die exekutiven Organe, also Regierung, Ministerien, Geheimdienste, dass sie den Handlungsrahmen der Presseberichterstattung definieren würden. Denn sie entscheiden ja, was als geheim eingestuft wird. Und wenn die Exekutive den Handlungsrahmen der Medien definiert, wäre das nicht nur das Ende der Pressefreiheit, es öffnete auch Haus und Hof für Mauscheleien und für einen Staat im Staate, den wir mit den Geheimdiensten eh schon genug haben. Das wäre dann endgültig die Exekutive auf Anabolika. Das Beruhigende ist, genau diese zwei Probleme haben alle gesehen, als am Donnerstag die Ermittlungen gegen Netzpolitik bekannt wurden. Ein Sturm der Entrüstung, des Protestes und der Kritik zieht seitdem über dieses Land. Und wir haben gesehen, wie sich zigtausende von Leuten in sozialen Medien solidarisiert haben. Wir haben spontane Demos gesehen. Hier Grüße nach Frankfurt und nach München und nach Karlsruhe, wo Abend was stattfindet. Wir haben Leute gesehen. Wir haben Leute gesehen, die spontan T-Shirts designt haben und Petitionen ins Netz gestellt haben. Und wir haben alle Formen des Online-Prozesses
Protest aus dem Boden schießen sehen. Und wir haben gesehen, wie sich die gesamte Medienlandschaft von der kleinen Lokalzeitung bis zur Tagesschau mit der Redaktion von netzpolitik.org solidarisiert hat. Denn keinen Journalisten kann das kalt lassen. Der Sturm der Entrüstung könnte also nicht größer sein. Und das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist der maximale Aufschrei, den Presse und Zivilgesellschaft heutzutage zusammen hinbekommen können. Und darauf können wir auch stolz sein, dass wir noch handlungsfähig sind. Einem Verfassungsschutzpräsidenten wie Hans-Georg Maaßen mag das egal sein. Einem wie Maaßen geht die Demokratie nämlich am Arsch vorbei. Er steht einem Laden vor, der fast aller demokratischen Kontrolle entzogen ist. Und für einen wie Maaßen ist so ein Aufschrei dann eher eine Situation, in der er zivilgesellschaftliche Netzwerke, die er vermutlich als Bedrohung sieht, in Aktion beobachten und auswerten kann. Doch ein Herr Range, der hat den Aufschrei dann doch irgendwie bemerkt. Und was macht er? Er wirft Nebelkerzen. Er wirft Nebelkerzen und erweckt den Eindruck, dass die Ermittlungen gestoppt oder gar eingestellt werden. Dabei geht das Verfahren seinen ganz normalen Gang weiter. Range hat nicht mal richtig auf Pause gedrückt, will aber mit seiner Nebelkerze Wind aus den Segeln des Protestes nehmen. Und auch Justizminister Maas, vor dessen Ministerium wir hier gerade stehen, der tut so, als habe er von den Ermittlungen nichts gewusst. Auch der hat die landesweite Empörung mitbekommen. Und auf einmal hat auch er Zweifel an den Ermittlungen. Doch bei allem wie Heiko Maas, der sich erst gegen die Vorratsdatenspeicherung positionierte und sie jetzt mit wehenden Fahnen einführt, weiß man, dass man seinen Worten nicht viel Glauben schenken kann. Was heißt das jetzt? Das Einzige, was diesen unglaublichen Frontalangriff auf die Pressefreiheit beenden kann, sind sichtbare und konkrete Taten. Und deswegen fordern wir ganz zuallererst und am wichtigsten die sofortige Einstellung des Ermittlungsverfahrens. Wir fordern zweitens den Ruhestand von Generalbundesanwalt Range. Nicht bei diesem Bauernopfer bleibt, fordern wir auch den Rücktritt von Heiko Maas und von de Maizière im Innenministerium. Und viertens, sozusagen als Sahnehäubchen, eine aufrichtige Entschuldigung der Bundesregierung gegenüber den Journalisten von netzpolitik.org. Darüber hinaus wird es Zeit, dass in diesem Land nicht nur Journalisten vor den Eingriffen des Staates besser geschützt werden. Nein, es wird auch Zeit, dass auch diejenigen, die unter hohem persönlichen Risiko Geheimnisse an Journalisten und damit die Öffentlichkeit tragen, mehr Schutz genießen. Diese Informanten und Whistleblower sind Quellen für Transparenz und Aufklärung. Informanten sind immens wichtig in einer Zeit, in der die Demokratie mit wuchernden Geheimdiensten, mit totaler Überwachung und dem beständigen Raubbau an Grundrechten bis zur Unkenntlichkeit malträtiert wird. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir wieder mehr Demokratie und mehr Grundrechte haben. Dankeschön. Ja, da bist du ja.